Die Freiheitlichen gaben am Freitag eine Pressekonferenz. Thema war das neue Sozialunterstützungsgesetz, welches am kommenden Dienstag im Landtag beschlossen werden soll. Mario Kunasek legte dar, warum die Freiheitlichen den Gesetzesvorschlag ablehnen. Wir werden am Dienstag dieses Gesetz ablehnen und eigene Initiativen einbringen. Warum? Weil die Freiheitliche Partei, Soziale Heimatpartei, ganz klar sagt, es braucht ein faires, leistungsbezogenes, transparentes Sozialsystem insgesamt. Und dieses vorliegende Gesetz ist genau das nicht. Da hat man eines gemacht, nämlich genau jene vergessen, nämlich unsere einheimische Bevölkerung, jene, die jahrelang gearbeitet haben, oftmals unverschuldet dann auch in Notlagen kommen, und hat wieder ein Modell der Sozialromantik à la SPÖ aufgebaut, wo wir Freiheitliche ganz klar nein sagen. Es kann nicht sein, dass Menschen hier zu uns herkommen, entsprechend auch, und ein kleines Rechenbeispiel, eine Asylantenfamilie mit 3 minderjährigen Kindern dann über 2500 Euro netto im Monat erhält, während auf der anderen Seite viele, viele Leistungsträger bei uns bei Weitem das nicht verdienen und hier nicht ein Einkommen zum Auskommen finden. Das heißt, da gibt es sehr viel zu tun, und ja, wir werden hier auch eigene Ideen und Initiativen einbringen. Vielleicht darf ich nur eine hier auch sagen, nämlich eine Einführung des Erhebungsdienstes, um Sozialmissbrauch abzustellen. Auch das ist fair und gerecht, dass man jene, die nicht berechtigt sind, die hier Missbrauch betreiben, entsprechend sanktioniert. Auch das ist ja im vorliegenden Entwurf nicht vorgesehen. Das heißt, es wird eine heiße Debatte am Dienstag hier im Landtag. Auch Stefan Herrmann fand klare Worte zum vorliegenden Gesetzesvorschlag. Die FPÖ, Soziale Heimatpartei, bekennt sich natürlich ganz klar zur Armutsbekämpfung. Was aber hier vorliegt, ist ein Gesetz, das nicht fair ist, das sozial ungerecht ist, weil die Sozialunterstützung in Zukunft so ausgestaltet ist, dass die Differenz zwischen einem Einkommen, das ein fleißiger Arbeiter aus Erwerbseinkommen lukriert, und jenen Sozialleistungen, die man aus dem Steuertopf bekommt, einfach zu gering ist. Das heißt, der Anreiz, arbeiten zu gehen, Leistung zu bringen, ist zu gering. Das ist ein Schlag ins Gesicht zahlreicher Unternehmer, zahlreicher Arbeiter, und da sind wir Freiheitliche sicher nicht dabei. Unsere Intention ist es seit Jahren, dieses Sozialgesetz, diese Mindestsicherung dahingehend zu reformieren, dass es einerseits nicht eine Hängematte ist, in der man bis zum Ende, bis zur Pension drinnen liegt, und auf der anderen Seite auch kein sozialer Magnet mehr sein darf, der Wirtschaftsmigranten aus aller Herren Länder zu uns zieht. Wir Freiheitliche werden diesen Gesetzesentwurf mit allen Mitteln bekämpfen. Wir werden insgesamt 5 Initiativen in der nächsten Landtagssitzung einbringen, und ich freue mich auf eine hitzige Debatte, und die Steirer können sich verlassen, dass wir an der Seite der Leistungsträger stehen und nicht das Füllhorn über Asylanten ausschütten werden.